Seien wir mal ganz ehrlich, wie oft sagst du zu dir, so und ab morgen muss es anders laufen. Ich muss jetzt endlich etwas ändern. Ich halte es so einfach nicht mehr aus. Ja, und wie oft stehst du dann am nächsten Morgen auf und es hat sich nichts verändert, du tust auch nichts anderes und es passiert eben auch nichts anderes. Und es bleibt alles so, wie es ist. Und am Tagesende ärgerst du dich dann vielleicht oder du wirst traurig, weil es schon wieder so gelaufen ist, wie es eben immer läuft. Und genau das macht uns Menschen ja auf Dauer total unglücklich. Viele meiner Klienten haben zum Beispiel das Problem, dass sie viel zu wenig Zeit haben und viel zu viel Arbeit und einfach eine massive alltägliche Belastung. Und ganz viele haben auch das Gefühl, dass sie einfach nur mehr funktionieren. Und auch dieses Gefühl, wenn alles so weitergeht, dann fahre ich gegen die Wand oder dann bricht einfach alles zusammen. Ja? Und genau deshalb mache ich dieses Video heute. Dieses Video ist für dich, wenn du dir den Mut und die Kraft wünschst, den ersten Schritt zu einer wesentlichen Veränderung in deinem Leben zu vollziehen. Und hierzu schauen wir uns gleich zwei Prinzipien an, die hier ganz, ganz essentiell sind. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Also, los geht's. Mit Leichtigkeit durch die Veränderung, das ist mein Motto. Mein Name ist Eva Hochstrasser. Ich bin systemische Beraterin und Geschäftsführerin von Soul Garden, Institut für seelische Gesundheit. Und bevor wir uns gleich die zwei Prinzipien anschauen, die mit diesem ersten Schritt in die Veränderung zusammenhängen, möchte ich dir von ganzem Herzen frohe Ostern wünschen. Ich hoffe, du hattest ein wunderschönes Fest im Kreise deiner Lieben. Du hast schön gefeiert. Und das heutige Videothema habe ich auch unter anderem passend zu Ostern gewählt. Denn warum feiern wir überhaupt Ostern? Ja, im Christentum ging es ja um die Auferstehung Jesu, also um das neue Leben. Und wenn wir zu den Kelten und Germanen schauen, die feierten die Göttin Ostara, die Frühlingsgöttin. Und die stand für die Überwindung der Dunkelheit und die neue Orientierung am Wachstum, also an der Natur, ja, weil jetzt da eine neue erwachende Fülle entsteht. Also es geht jetzt einfach prinzipiell darum, egal in welcher Religion oder Philosophie wir jetzt nachschauen, dass jetzt einfach die Zeit für Neues da ist. Also Zeit, um aufzustehen. So ganz symbolhaft über die Natur da draußen, über die wiedererwachenden Kräfte im Außen. Aber vielleicht ist es ja auch Zeit, in dir Neues in dir zu erlauben, die Zeit für Selbstermächtigung, Zeit, Neues zu kreieren und dir eben überhaupt Neues zu erlauben. Und da soll das Video dir heute als Mutmacher und Inspiration dienen. Und wie schon eingangs erwähnt. Also ganz viele meiner Klienten in der Praxis haben eben das Problem oder die Herausforderung oder das Thema, dass sie zu viel arbeiten und zu wenig Entspannung und Freizeit erleben. Und wenn sie dann mal Ferien haben, so wie jetzt oder eben Zeit, dann können sie das irgendwie gar nicht genießen, weil es gibt ja immer und ständig was zu tun oder zu organisieren oder zu diskutieren, ja? Also da kommt man dann natürlich immer mit dem Vorsatz, so, und jetzt reicht's. Jetzt ändere ich was, so geht das nicht mehr weiter. Aber alleine über den Wunsch ändert sich naturgemäß gar nichts. Und die Welt, die dreht sich schlussendlich ja auch jeden Tag weiter. Ja? Egal, ob du was tust oder ob du nichts tust, egal, ob du viel oder wenig arbeitest, egal, ob du den ganzen Tag auf der Couch hängst oder reinhackelst bis zum Umfallen, das ändert genau gar nichts an der Welt. Und jetzt schauen wir uns eben diese zwei Prinzipien an. Jetzt schauen wir da gleich mal genauer hin. Denn das eine, das erste Prinzip ist die Welt da draußen. Und die folgt
Naturgesetzen. Ja? Das ist das erste Prinzip. Die Erde dreht sich um die Sonne, nach dem Winter kommt der Frühling, nach der Nacht kommt der Tag und so weiter. Ja, das ist relativ fix, da können wir überhaupt gar nichts ändern. Auch wenn wir uns das ab und zu wünschen würden, dass ein wunderschöner Tag immer da bleibt und oder wir länger schlafen können oder was auch immer. Also das können wir weder verändern noch verhindern. Und wir können auch nicht verhindern, dass wir irgendwann mal von dieser Welt gehen werden, ja, wenn wir sterben. Da müssen wir auch loslassen. Und jetzt schauen wir uns das zweite Prinzip an, denn das ist die Welt im Inneren. Ja? Also das, was in dir drin abläuft. Und klar, also in uns drin, in uns Menschen, wirken natürlich auch Naturgesetze, die wir nicht ändern können, aber von denen spreche ich jetzt gar nicht, sondern ich meine die Denk- und die Fühlprozesse, ja, die in uns ablaufen, die durchaus auch die intuitive Ebene, also unsere inneren Antennen, unsere Sensibilität, unsere Wahrnehmungsfähigkeit, unsere inneren Bilder und Überraschung, genau dieses zweite Prinzip der inneren Welt ist ganz, ganz wichtig, wenn du etwas Wesentliches in deinem Leben verändern möchtest. Denn da geht es um Selbstermächtigung. Das ist so das richtige Wort dafür. Also die Macht, die du dir selbst gibst, die du dir auch selbst zuschreibst, die du in dir selbst ergreifst. Und diese Macht, also Macht ist ja generell ein Wort, das in unserer Gesellschaft nicht unbedingt so positiv konnotiert ist, aber diese Macht, also Selbstermächtigung, die hat rein gar nichts mit Kontrolle zu tun. Also überhaupt gar nicht. Ja. Und was kann jetzt also so der erste Schritt sein, in diese Selbstermächtigung zu gehen und wieder in diese innere Welt einzutauchen? Weil ansprechen und wissen und wünschen, das führt zu gar nichts. Das wissen wir. Außer vielleicht eben zu noch mehr Frust, weil das, was wir uns wünschen oder vorstellen, einfach nicht eintrifft. Und im Grunde liegt es ja auf der Hand. Ja? Aber lass es mich mit einem japanischen Sprichwort erklären. Das liebe ich, dieses Sprichwort. Und das lautet, wenn du es eilig hast, mache einen Umweg. Ja, um Gottes Willen, sagen jetzt alle Unternehmer, Führungskräfte, Controller, alle durchgetakteten Menschen. Sowas geht ja gar nicht. Ja? Aha. Sage ich dann immer. Also geht es jetzt um den Faktor Mensch oder geht es um Maschinen? Ja, sind wir alle Roboter, die funktionieren müssen, die man auch ständig kontrollieren und warten muss? Oder gibt es diesen wesentlichen Unterschied? Sind wir alle Menschen? Und wie verändern sich Menschen am schnellsten? Sicher nicht durch Druck, sicher nicht durch Kontrolle. Denk an deine Kindheit, ja? Oder beobachte deine Kinder, falls du welche hast. Also wie läuft das? Diese Veränderung aus dem Inneren heraus folgt, wenn wir uns Zeit nehmen. Wenn wir einfach uns Zeit nehmen, unserer inneren Neugier zu folgen. Also, erster Schritt, frag dich, setz dich hin, mach den Umweg. Worauf bist du neugierig? Was möchtest du lernen? Was motiviert dich von deinem Herzen aus? Was macht dir Freude? Was bringt dich zum Strahlen und zum Leuchten? Also wenn du etwas ändern möchtest, weil du eben vielleicht zu viel arbeitest oder einfach unglücklich bist mit der aktuellen Situation oder zu wenig verdienst oder was auch immer es ist, mach den Umweg. Lass Kontrolle los. Geh
Weg von dem, was du nicht mehr willst und hör auf, immer dorthin zu schauen und geh hin zu dem, was dein Interesse naturgemäß anzieht, was dein inneres Freudenfeuer entfacht. Und das kannst du nur spüren, wenn du eben stehen bleibst, wenn du nach innen hörst, wenn du diese Extrameile, eben diesen Umweg gehst, ja? Und das bedeutet natürlich in unserer Gesellschaft, muss ich dazu sagen, das bedeutet mutig zu sein. Denn wir Menschen, Entschuldigung, ja, aber wir sind manchmal wirklich wie Lemminge, immer alle schön hinterher in Richtung Abgrund. Und in dieser Masse aufzustehen und zu sagen, Moment, ich muss mal kurz hinspüren, ich brauche mal eine Pause. Bin ich überhaupt richtig unterwegs? Wo geht die Reise eigentlich hin? Ja, das braucht Mut. Aber wenn du weißt, was dir wirklich wichtig ist, so von Herzen, ja, aus deinem Inneren heraus, und das kannst du eben nur herausfinden, indem du dich mit dir selbst, mit dem Sinn und Zweck generell des menschlichen Daseins beschäftigst, mit deiner Identität, mit deinen Werten, ja, dann kannst du auch für dich und vor allem für das Menschsein aufstehen und einstehen. Ja. Und vor allem, wenn du Unternehmerin bist oder Unternehmer oder Führungskraft, wenn du hier tätig bist, mach den Umweg. Beginne einfach damit, es für dich jetzt mal im Privaten auszuprobieren. Weil es dann in der Firma oder in deinem Unternehmen umzusetzen ist, ist dann nochmal die nächste Herausforderung. Aber verwende deine Kraft, verwende deine Stärke und deinen Mut, um das Gute wachsen zu lassen. Nicht um in den Abgrund zu gehen. Um das Schöne, das alle erfreut, das alle stärkt und alle mutig macht. Das, den Fokus auf das zu legen, ja, weil du hast es schlussendlich in der Hand. Du musst es dir nur zuallererst selbst erlauben. Und das bedeutet Selbstermächtigung. Und die beginnt schlussendlich immer bei dir. In deiner inneren Welt. Und ich wünsche uns allen tatsächlich ganz, ganz viele Umwege, damit wir uns als Menschheit neu orientieren an dem, was wirklich wichtig ist. Und jetzt ist die beste Zeit dafür. Denn das Jetzt ist sowieso immer die Grundlage für das Morgen. Und wenn wir schon Ostern feiern und die Auferstehung feiern, dann lass uns doch gleich mit dem Neuen beginnen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Interesse und freue mich schon bis zum nächsten Mal.